Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ja, ich bekämpfe gerade diese Zombies, die mir von hinten sich angeschlichen haben, während ich mir die Nase geputzt habe. Und ja, wir sind demnächst daheim. Wir sollten demnächst daheim sein, sagen wir so. Ja, ja. Das ist ein Skelet. Skelet Bro! Dschungel? Bam! Haha, damit hast du nicht gerichtet, später. Juhu! Was denn? Ich sehe meinen Hinterhof und ich sehe die Kirche. Aua. Oh ja. Oh ja. Aua. Ich wollte gerade sagen, so, es kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, weil wir so viele Sonnenblumen wachsen, aber ja, das ist einfach bei uns vor der Haustür. Dann würde ich sagen, wir legen uns erstmal eine Runde ins Bett. Ja. Hey, Skelett, mach jetzt bitte keinen. Ich wollte gerade sagen, mach das bitte nicht, aber er hat's gemacht. Natürlich. Erstmal draufschießen. Ins Gesicht, in den Hinterkopf. Vielleicht Betäubung. Ja. Der rennt ein Creeper durchs Feld. Hallo Hund. Oder Skelett. So, Flacker. So. Und. Ja, da sind noch ein paar Monster in der Nähe. Und nicht Monster. Ich kann schlafen. Herzlichen Glühstrumpf. Danke. Bitte. Bitte, bitte, bitte. So, jetzt sollte ich auch schlafen können. Und. Es sind Monster in der Nähe. Davon hat mich doch gar keins gesehen. Oder habe ich eins auf dem Dach stehen? Ach, da, ein Skelett. It's a Dachskelett. Nee, das war tatsächlich neben dem Haus. Aber so in einem Erdloch gefühlt. So. Und nochmal ab ins Bett. Und jetzt kann ich schlafen. Da habe ich einen Schluck Kaffee. Ach ja. Ein Käffchen. Ein kleines Käffchen. Aha, brennet Zombies. Brennet. Spinne. Hui. Ich bin ja froh, dass so eine brennende Spinne nicht irgendwie Getreide anzündet oder, ja. Irgendwas in die Richtung. Weil ich glaube, das wäre echt kritisch. So. Würdest du etwas Bambus anpflanzen? Ja, wohin denn? Keine Ahnung, erstmal irgendwo hin. Aber du kannst mir auch die Hälfte geben, dann pflanze ich mir selber auch was an. Oh Gott. Aha. Creeper. Da musst du aufpassen, der ist gefährlich. So, wie sollte das, ne? So, na ja, Habe ich da unten schon eine Kohletruhe? Ja. Ja. Erstmal ein bisschen Kohle rausräumen. Oh, perfekt. Wir haben gleich 49 Stück von dem Bambus. Bam. Hattest du Diamanten von mir einstecken? Ja. Du hattest 3, ich hatte 2, ne? Kann sein, ich bin mir nicht sicher, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Aber bei 3 sage ich nicht nein, da sage ich gerne. Danke dir. Und Bambus! Wow! Da ist der Bambus, den wir schon lange haben wollten. Oh. Was kann ich daraus machen? Nix. Doch, du kannst diese Gerüstblöcke daraus machen. Ja, aber wenn ich überall was hin tue, dann passiert nichts. Ah, Bambus. Ne, da mache ich normale Stöcke draus. Gerüst. Ah, da brauchen wir auch noch einen Faden dazu. Ah. Ah. Kein Problem. Haben wir ja. Plupp. Der fahrende Händler ist wieder in deinem Schafstall. Wieder meine Schafe klauen. Ja.
Ich tausche diese Ware gegen 3 Kamele. Moment, Digga, das sind Schafe. Entschuldigung, würden Sie bitte meinen Schafen nicht das Futter wegfressen? Was hast du für gute Deals? Den kann man nicht leveln, oder? Ne, leider nicht. Der türkisen Farbstoff Potsoul. Potsoul. Was ist denn Potsoul? Hier so, Gammelboden. Becken. Auch so Art so für den Weg. Ja, das ist das, was im Wald auch liegt, da wo Blätter drauf liegen. Ja. Dann hat er hellblauen Farbstoff, einen Kaktus und einen roten Pilz. Du, deine Waren sind jetzt nicht der Knaller, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie viel Enderperlen hast du? Ich glaube eine. Ich habe 2. Sehr gut. Ich habe einen Schleimblock. Was hast du gemacht? Gerüste gebaut. Ah, okay. Ich meine, ich habe das noch nicht so ganz kapiert, wie das oder das, so. Nee, nee. Ich esse nach oben. Haha, ich habe einen Ausblick. Ist geil, weil kann man auch einfach mit einem Schlag wieder abbauen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, aber ich wollte meinen Eisenhelm reparieren. Blub, blub, blub. So. So, dann testen wir doch mal, was Atmung 2 bewirkt. Dadurch verlierst du weniger die Luftblasen. Oh, und zwar immens weniger. Bei Atmung 3 ist es noch weniger. 6 Sekunden pro Luftblase. Das geht schon klar. Ja. So. Aber gut, es hat auch ein paar Level gekostet jetzt. Also, das hatte ich noch auf einem Buch, aber ja. So, nächste Frage. Aber ich glaube, das geht nicht. Kann ich Lederschuhe mit Verzauberung auf Eisenschuhe zusammenbasteln? Nein. Hast du noch ein bisschen Leder, wenn du es nicht selber brauchst? Warte, ich guck gleich. Ich glaube nicht tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Oben in den Truhen könnte noch was sein. Ich guck mal. Guck mal. Ich weiß zwar, ich wollte irgendwas aus Leder noch machen, aber ich weiß nicht mehr was, daher bedien dich. Das nehme ich doch gern. Hier ist noch ein Buch mit Rückstoß. Hier unten auch bei mir. Aha. Ah, oh, da sind noch 6. Ist das Rückstoß 1 oder Rückstoß 2? Rückstoß 1. Okay. So. Du hast... Ja gut. Du bist insgesamt 10 Leder. Okay. Oder hast du unten noch Truhen irgendwie? Ja, aber da ist kein Leder drin. Also, da habe ich gerade schon reingeguckt. Achso. Weil ich war gerade unten. Was zur Hölle suche ich gerade? Irgendwas. Exakt. Das trifft es ganz gut. Ja. Moment, die kann ich mal runterräumen. Die eigentlich auch.
Sprengstoff hier lassen? Nein, das können wir aber einschmelzen. Aber erstmal dieses ganze Inventar sortieren, nachdem man zurückkommt von so einer Reise. Immer so anstrengend. So, und das haben wir. Oh, ich habe ja auch noch zwei Schatzkarten liegen. Ich weiß nicht, ob wir die schon aufgedeckt haben oder nicht. Da ist. Na, die könnten wir mal anbauen tatsächlich. So. Dann bringen wir das auch mal runter. Blub. Bei Suchen Enderman. Ein Enderman. Die Zent auf. So, töte ihn. Was? Da ist er doch. Oh. Ja. Wir haben ein bisschen was an Redstone. Und der nächste Step ist jetzt erstmal Level Farm wieder. Weil, ja. Dafür wird aber der Atmungshelm abgesetzt. Dann machen wir uns einen neuen. Oh Gott. Können wir einen Bogen, einen kleinen, kleiner Bogen? Oh, schade, keine Enderperle. Ah, keine Enderperle. Ah, sehr, sehr schade. Oh doch! Ah doch, eine Enderperle. Hatte Gott sei Dank eine Enderperle. Ich dann drei Stück. Drei Stück? Ja. Nice. Hier müssen wir fast ja auch mal Lohnfarben gehen. Du hast gesagt, du hast eine, ne? Ja. Möchtest du eine abhaben? Nö, behalt du ruhig. Ich würde eh sagen, dass wir Lohnfarmen gehen und dann mal gucken, ob wir das End finden. So, nachdem wir so ein Unterwasserding noch ausgenommen haben. So rum kostet es 13, so rum kostet es 11. Habe ich beides nicht. Biest. Oh, ich habe ein Level, das ist ein bisschen wenig. So, dann würde ich sagen, es ist Zeit, in Nessa zu gehen. Damn, erstmal aussperren. Alles ab in die Ramschtruhe. Sollte ich nicht dabei haben, sollte ich nicht dabei haben, sollte ich nicht dabei haben, sollte ich, 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 sollte ich nicht dabei haben. Ah, die Dorfglocke können wir mal platzieren. So. Das können wir noch da reinschmeißen, wo das andere auch ist, was schmilzt. Da. Und, ja gut, die können wir dabei haben, das ist jetzt unwichtig. Und die Glocke können wir noch platzieren. Gehen wir eine Runde schlafen? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Schlaf gut. Träum süß. Ja. Mach im Bett kein Grüngemüse. So. Und. Ach, ja. Tun wir noch da rein. So. So. Und jetzt wird die Dorfglocke erstmal platziert. Und zwar. Dun, dun, dun. So, wir haben schon mal unsere eigene Dorfglocke. Hey, cool. Jetzt brauchen wir dann nur noch irgendwann Dorfbewohner. Und vielleicht ein, zwei Häuser mehr, aber ja. Mein Gott. Die können ja auch mal alle in einem Haus schlafen. Was sie ja sogar theoretisch machen würden. Ja. Weil die wollen ja einfach nur ein Bett haben. Wenn die genug Betten da haben, dann klappt das. Jo. Jupp. So. Ab in den Nase. Landschaft wird geladen. Hello. Where's my little zombie pigman? Hello. Nein, dich schlage ich jetzt nicht direkt. Oder doch? Kannst du ja gern machen, ich bin nicht da. Ich weiß. Überleg nur gerade, ob ich eher versuche, ein paar Level zu bekommen durch Nether-Quarz. Oder, ach, ich schlachte Zombies. Hi!
Hi. Gib mir deine köstlichen XP. Oh yeah. Der nächste bitte. Du. Sind ein paar wenige gerade. Gut, ich will mich nicht beschweren, aber... Zum Leveln ist das eher... Was ist das eigentlich hier für ein Kreuz? Eher unpraktisch. Ah, Leck. Ja. Ein kleiner Leck. Oh, da sind auch so ein paar Zombie-Pigmen gekommen durch den Leck. Finde ich gut. Hallo. Hello, my little Zombie-Pigmans. I want to slay you. Au, au, tu mir sowas nicht an. Nein, nein, böser Zombie. Düpp, 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 düpp. Düpp, düpp. Oh yeah. Nicht verbrennen in der Lava, alles gut. Kommen Sie hier rüber, geben Sie mir Ihre XP. Ja, ich weiß, du kriegst keinen Lavaschaden, aber trotzdem. Brennt der Boden, das ist ja auch nicht gut. Das war's. Grafikfehler. Geil. Ist hier irgendwo ein Gast oder was schießt hier rum? La 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 la. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, aber hier können wir eigentlich ein bisschen Quarz abbauen. Gibt ja auch ein paar Pünktchen. Blub. Oh, gibt ordentlich Pünktchen. Oh yeah. Und gleichzeitig noch Quarz. Das muss man auch bedenken. So. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil hier geht es auch runter. Oh ja, es geht vor allem direkt danach runter. Der Esche ist sehr gefährlich. Ich möchte hier nicht sein. Vor allem nicht, wenn ein Gast kommen würde. Und auf uns schießt, weil das würde nicht gut ausgehen. So viel kann ich verraten. Was anderes ist geheim. Es würde nicht gut ausgehen für den Gast. Ja? Ich müsste ihn umbringen. Ja? Keine weiteren Fragen. So. So. Achso, das ist das, was ich gebaut habe. Ja, gut. Das, ja. Ich hatte so gedacht, oh, hier ist ein Gebilde. Was ist das, glaube ich, aber... Das ist einfach... Was hast du gebaut? Ja. Einfach das, was ich hierhin gebaut habe. Hallo Zombie-Pigment! Hello! Kommt her! Holt euch eure Schläge ab! Ja! 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 Moment, ich wollte keine Schläge haben! Au, 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 au! Nein, 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 nein! Das tat jetzt nicht so gut. Warum hackt es die ganze Zeit? Weil du ein Nether bist? Könnte sein, aber dürfte eigentlich nicht sein. Also. Weil war ja bis jetzt auch nie ein Problem. So, Käffchen trunken. Und regeneriert. Sag mir jetzt nicht, es bringt fast mehr XP, so ein... Oder wie viele... Dinger gibt es denn? Wir sind jetzt unter dem dritten Herz, zur Hälfte ungefähr. 1, 2, 3, ja, sagen wir 4 Blöcke werden vollgemacht durch so einen Zombie-Pigman. So, mal gucken, was so ein Netherblock-Ding gibt. Weniger, okay. Gerade schon gedacht, es würde mehr bringen. Das wäre ein bisschen heftig. Weil, ja, weiß nicht. Etwas umzubringen, was einem wehtun kann, sollte ja eigentlich mehr XP bringen. Als, ja, was stumpf abbauen. Jo, aber da können wir uns hinbauen. Nur aufpassen, dass keine Lava von oben kommt, das könnte tödlich enden. Für uns diesmal, nicht für den Gast. Buddel, 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 kuddel, buddel, buddel. So. Was
sind wir hier gleich schon wieder auf Level 14. Ich bin 15. Wow. Stirb. So. Leute, ihr müsst auch hier hochkommen. Ich kann nicht da runterkommen. Das Lava ist gefährlich. Das mag ich nicht. Das mag ich aber nicht. Kommt hier hoch. Jawohl. Oh, ich sollte mal was essen, bevor wir hier weitermachen, Freunde. Nom. Ja, das ist ein Schweinesteak. Ihr seid auch halb Schwein. Würde mich ja stören an eurer Stelle. Aha. Oh, leck. Und irgendwo... wie zur Hölle kommt jetzt der Gast hier hin? Kommt er da wohl hin? Ja, aber jetzt ist er wieder weg. What the fuck? Okay. Strange. Von ihr habt den Gast auch gesehen, oder? Kann ja nicht sein, dass nur ich einen Gast sehe und der gar nicht existiert. Also das hier. Und das war der Tag, wo meine Halluzinationen begonnen haben. Ab und zu mal umdrehen, dass man nicht einfach rückwärts irgendwo runterfällt. Hi. Lass mich durch. Ich bin Yogi. Ein Arzt. Ja, das jetzt nicht gerade. Aber gut, ich sehe gerade, die Folge ist auch vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Also reingehauen, gesund geblieben und bye bye. Tschüss.